Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Hex Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir machen flink weiter mit der Geschichte. Es ist nämlich wahrscheinlich bald vorbei. Ja. Kessel. Ich weiß gar nicht, warum ich immer sage, Kessel. Ja, hier mit der Uhr. Vielleicht könnt ihr euch da ja schon denken, was jetzt kommt. Hier, genau. Extras. Charakterstats an. Punktzahl zweimal. Ja, ich habe letztens... Ich weiß nicht, warum ich das immer anmache und das andere nicht. Das ist schon wirklich dumm. Schnell graben, mach mal auch an. Es nervt mich, dass ich das jedes Mal wieder neu machen muss. Was sind Charakterstats denn? Wo müssen wir denn hin? Und wieso kommt er? Ich muss doch Harry und sie das machen. Und nicht der Ron. Naja. Okay. Kessel. Genau. Genau, ihr wisst ja, es reisen die paar Stunden früher. Ich weiß nicht, wie viel. Und jetzt müssen sie Seidenschnabel und Sirius retten. Bin ich jetzt echt gespannt, wie das jetzt laufen soll. Jetzt achtet drauf. Wahrscheinlich ist er gleich die Vogelscheuche, wo wir vorhin mal gesehen hatten. Oder im früheren Part. Hier, seht ihr? So, Kuss des Dementors. Ja genau, den soll ja eben Sirius kriegen. Ihr wisst wahrscheinlich ja, was Kuss des Dementors ist. Das ist ja, wenn die so einem so ganz nah kommen und das dass sie so, ihm sozusagen die Seele, alles Glück und so weiter raussaugen. Das ist ja da die Strafe, die eigentlich ja eben der Sirius kriegen soll. Wisst ihr? Warum geht es nicht? Oh, oh, nein, ich habe nach da hinten geschossen. Oder auch nicht? Ich dachte schon. Oh, lauter Punkte. So. Wenn es so weitergeht, ja, so ganz viele Pflanzen. Ja. Oh Gott, verpiss dich, meine Punkte. Ach, puh. Ich hasse es, ne? Ich hasse diese Scheißviecher. Die nerven mich immer so hart. Oh ja, Pinke. So, nimm dieses Scheißding. Ach, jetzt ist da was drin. Oh. Was ist das? Dieses Scheißding. Grab das da jetzt ein. Boah, ey, echt. Ich krieg immer echt zu viel von diesen doofen Dingern. Da ist man dann auch immer so langsam mit denen und alles. Und, ach Gott, ey. Wegen denen hatte ich jetzt ein paar Punkte nicht bekommen. Ich finde das nicht okay. Diese nervigen Dinger. Sind ja ganz niedlich eigentlich, aber die gehen einfach im Weg rum. Ich mag nicht, wenn Dinge im Weg umgehen. Das ist... Ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn ihr... ich weiß ja nicht, was ihr für Handys habt.
aber hier mit diesen Touch-Displays, wo man eben also nicht mehr so wirkliche Tasten hat, sondern nur noch so ein Touchscreen. Ja. Ich habe da ja das Samsung Galaxy S Plus, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht genau. Und ich kriege dann immer eine totale Krise, wenn ich mich verschreibe. Das passiert eben auch ständig bei Twitter. Ich weiß nicht. Ich mache das dann immer so wütend, wenn ich mich verschreibe. Und dann bei T9, glaube ich, ist es auch immer das Schlimme. Wenn die mir was vorschlagen und ich krieg das nicht gleich mit, dass mein Handy mir irgendwas vorschlägt und dann das automatisch gleich ändert, weil man ja nicht irgendwie sagt von wegen, nee, stopp, halt, so nicht. Ich möchte nicht anstatt anstatt Mango schreiben, was weiß ich. Das ist dann manchmal mal richtig schlimm. Was habe ich hier eigentlich kaputt gemacht? Das. Okay, diese Pflanze, diesen Fisch muss ich gleich irgendwo reintun. Mal schauen. Gibt's hier noch mehr? Was ist das hier eigentlich? Irgend so ein süßes Tier. So, Oh, okay. Okay. Ja. So. Und jetzt bin ich gerade überfordert. Hä? Ich muss doch da... Ach, hier. Ja, jedenfalls. Kennt ihr das mit den Handys? Ich weiß nicht. Ich muss mich da aber so ärgern. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr für Handys habt. Oder ob ihr dieses Problem auch kennt. Naja. Wir hatten ja vorhin schon das Gespräch. Das Gespräch. Das hört sich so an wie... Weiß nicht. Ob ihr eben mit den Kommentaren. Das ist echt schlimm. Ich kann diesen Spruch, diesen Satz momentan einfach nicht lassen. Oh Mann, da war noch eine Pflanze. Ich will die noch kaputt machen können. Nein! Da war doch noch eine Pflanze. Ich wollte die noch kaputt machen. Scheiße. Och, Hermine, bist doch doof. Jetzt haben wir die gleich am Hals hier. So. Och, nö. Hier, das kenne ich doch. Ah! Punkte! Lauter Punkte! Oh mein Gott! Puh! Oh! Punkt! Oh, die ganzen schönen Punkte, das tut mir... Das tut mir im Herzen weh. Was ist das? Echt, ey. Ich hoffe, ich krieg noch meinen Zauberer. Sonst bin ich echt angepisst. Lauter Frösche. Cool. Ja, die Frösche sind lustig. Frösche! Ich habe mir dieses Mal ein Wasser neben rangestellt, weil ich immer auf einmal so heiser bin in meinen Aufnahmen. Ich meine, es ist auch irgendwie verständlich bei dem Quietsche. Ey, ich könnte einfach die ganze Zeit das Ding nicht kaputt machen. Und dann kommen ständig solche Wespen, die mir dann einen blauen Punkt geben. Hey, das ist gar nicht so dumm. Das ist gar nicht so dumm. Ah! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Los, gib mal einen blauen Punkt.
Genius. Man muss nur wissen, wie. So. Mach mal die Zeit noch kaputt. Hihihi. So komme ich bestimmt doch noch an meinen wahren Magier-Dingsbums. Komm her. Ah! Hehehe. Ach. Vielleicht muss ich auch mit den Bienen irgendwie die Frösche füttern. Hör auf, mich zu stechen, du kleine Matz. Huh, schon wieder ein blauer Punkt. Hör auf, du. Na? Ja, schon langsam wird es vielleicht lächerlich. Ach, Punkte sind nie lächerlich, finde ich. Na komm. Oh, jetzt kriege ich keinen blauen Punkt mehr. Ich kriege nur noch übertrieben viele davon. Oh, blauer Punkt. Ey, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Weil ich glaub's da immer schon blaue Punkte? Bei diesen Dingern? Hehe, wahrer Zauberer. Hehehe. Na, dir? Ich betrüge total. Ich bin Mafia Kitty. Ich weiß schon, wie ich an meine Punkte komme. Hohoho. Hallo, Blume geht kaputt. Blöde Blume. Will nicht kaputt gehen. Hilfe! Eine Vanille! Ey, 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 ey. Geh tot. Und gib mir lieber deine Punkte. Geh tot und gib mir deine Punkte. Ey, 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 ey. Du kleiner Schlawiner. Na los, spuck's aus. Was hast, wo hast du das ganze Klibber her? Ich sag's nicht, ich darf's nicht sagen. Los, sag schon, du Glibberblume, du. Glibberblume. Ich weiß nicht, wieso ich Glibberblume so Glibberblume-mäßig mache. Ich weiß schon, warum ich heute so einen Klatsch habe in der Aufnahme. Das liegt eindeutig daran, dass ich davor Block 720 oder wie dieses komische Dings heißt. Ich habe vorhin, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam. Habe ich vorhin angehört. Irgendwie dieses Lied. Oh la la la. I love you, baby. Oh la la la. Na komm, lauft mir nach. Ganz viele Punkte. Ah, 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 Punkte. Puh. Warum habe ich jetzt eigentlich... Was habe ich jetzt da gemacht? Ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht, außer Hornissen getötet. Ey, du! Ey, 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 ey! Nicht so aggressiv! Mann, wir können das doch auch anders klären. Ich bring dich einfach um. Brauchst mir nicht gleich wehtun. Oh, jetzt werde ich gerade angerufen. 0174... Ich habe keine Ahnung, wer mich da gerade anruft. Ich glaube, ich gehe besser nicht ran, oder? Oder doch? So. Weiter geht's. Es war jetzt eine Arbeitskollegin, die verzweifelt war, weil sie nicht mehr wusste, wie sie... Weil sie das Passwort nicht mehr wusste für den Laptop. Ja, genau. So ist das. Und ich habe ihr geholfen, weil ich ja so ein Held bin. Irgendwie widerstrebt es mir, das Level weiterzuspielen. Und am liebsten möchte ich die ganze Zeit nur die blauen Punkte rauskitzeln. Blauer Punkt, blauer Punkt, blauer Punkt. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Puh. Oh Mann, oh. Naja, okay. Ich kann ja auch nicht ewig so weitermachen. Die ganze Zeit die blauen Punkte rauskitzeln. Vielleicht kommt ja nochmal so ein Dings da drüben irgendwo. Ja, das wäre...
toll. Das wäre toll. Ach, hier. Muss ich noch dran rumdrehen.